Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich war gerade im Landstuhl im Krankenhaus, habe da die kleine Walze abgeladen und hergebracht. Jetzt fahre ich weiter nach Gries und lade dort entweder den 936 oder den Long Reach. Ich glaube, der 936. Stehen beide Bagger da. Ja, ich glaube, der 936 ist fertig. Den lade ich. Ich vermute, entweder Sembach oder Roggenhausen. Ich weiß es nicht. Oder nach Hause. Keine Ahnung. Ich vermute. Mach ich mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob meine Kamera dahin geht. Die irgendwie ist er heute zickig. Fängt ständig an aufzunehmen, aber ja. Und ich krieg's halt nicht mit. Und irgendwann komme ich und dann ist die Speicherkarte voll. Übertrieben. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob die noch geht, ob die noch aufnimmt, weil dann, ja, mal gucken, wäre eine recht interessante Anfahrt. Schauen wir mal. Baggerfahrer muss ich auch noch mal kurz anrufen. Ist irgendwie in einen asphaltierten Feldweg rein. Aber so genau weiß ich das halt noch nicht. Weiß in etwa wo, aber halt nicht genau wo. Ja, gucken wir mal. Fahren wir dahin. Wird etwa, jetzt ist es 2, maximal 25 Minuten, denke ich, werde ich brauchen. Scheint mal zu gehen. So, fahr jetzt hier gleich dort raus, dann rechts, dann gleich wieder links und dann irgendwie bis zum nächsten Ort rein und dann gleich vorne, erst oder zweite geht es rechts hoch. Vielen Dank. Jawohl. So, hier gleich wieder links und dann vor bis an der Ort. Alla, wir werden es finden. Alla war voll gepfälzigt. Alla gut. Hängendes Kabel. Auch noch mit Moos bewachsen. Gerade im letzten Moment gesehen, also wenn du ein bisschen höher bist, bringt jetzt auch nichts mehr. Okay, die Straßen bleiben nicht so.
die ersten Häuser. Wieder eine Strecke, die bin ich noch nie in meinem Leben gefahren hier. Da ist auch schon die Kollege. Da stehen sie, die Kollege. So, da bleibe ich hier mal stehen und laufe mal kurz mit hoch. So, fahren wir rechts ran. Und dann, oh. Nur, dass ich hier irgendwie später vorwärts wieder rauskomme. Möglichkeit nicht von der Straße runter, ne? Aber das LKW ist breiter wie die Straße, das bringe ich nicht wirklich hin. War ein Hangrutsch, war ein Grundstück und hinten dran ist der Hang weggerutscht. Ey, raus hier. Ah Gott, wo fahre ich denn rum? Ich fahre hier durch die Grabe. Hier 936, den lade ich jetzt und dann steht hier noch der Long Range. Nicht von der Straße kommen. Thank you.
Gut, dann zurück. Gut. So. Gleich. Fahr hier noch raus und dann rufe ich den Kollegen zurück. So, ich mache mir jetzt ein bisschen Gedanken über die beiden Fahrzeuge, die hier auf der rechten Seite stehen. Ob ich da mit dem Heck vorbeikomme. Könnte gehen. Tiefbett habe ich schon ein bisschen hochgehoben. Ein bisschen höher wie üblich. Kann ich auch da oben aus? Nee, ne? Alles gut. Ja. Langt nicht. Langt nicht. Ich mache gleich mit der Fahrstellung. Augenblick.
Ach, ist das Kiebelfahren so schön. Tut geladen. Abfahrt. Zwei Autos von hinten. Lass ich noch durch. Kommt der. Fährt er oder fährt er nicht? Fährt. Jetzt. Sehe ich's. Sah so aus, als hätte er geparkt eben. So, Longried steht auch noch hier drin. Nee, alles gut. Hier draußen bin ich gleich mal anrufen, wo der Bagger hingeht. Zu weit auf der linken Seite, aber das ist nicht weiter tragisch. Drin sehen in der Straße, ne? Kriege ich schon ein bisschen Angst. Ne? Hier die Holzbrücke. Ha, Spaß, die ist nicht aus Holz. Aber ich glaube, nichts für mich normalerweise. Naja. Hallo, am Donnerstag morgen. Wir sind gerade auf dem Weg. Wir beide, sorry, es ist noch ein bisschen dunkel draußen. Wir beide sind gerade auf dem Weg nach Schallodenbach an den Segelflugplatz oder Modellflugplatz. Weiß nicht genau. Da steht eine Planierraube und steht eine Walze. Die holen wir jetzt nach Hause. Wobei ich nicht weiß, ob es nach Hause geht, aber ich gehe stark davon aus. Hier noch eine leckere Ortsdurchfahrt.
Plan, wo die Baustelle ist. Komm nur als Zweiter. Alter Schwede. Ja, da hinten drin waren wir früher schon mal, das weiß ich, da kommt gleich ein DAF-Gemeinschaftshaus oder so. Da haben wir schon mal gearbeitet früher, aber schon ein paar Jahre her. Aber das ist boah, schon nicht mehr wahr. Ah ja, da oben ist er. Gut. Ist Dorfgemeinschaftshalle oder Sportheim oder was das ist. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir den Bagger abgeladen und sind hier mit dem Bagger runter. Ist das weit? Oh, das sind schon ein paar Meter. Ja gut, das ist eigentlich, ja.
jetzt so rum oder so rum fahrst, ne? Jetzt bist du halt leer. Ich finde halt leer rückwärts fahren ist immer schöner. Ja, ja, alles gut, komm. Wenn ich den Thomas hier abgeladen habe, bin ich geradeaus hin und raus über Feldweg abgehauen. Das geht auch. Ist zwar in der Kurve nicht so schön, aber man kann ja mitlenken. Ja, eben. Jetzt rüber, sag mal. Geht der Motor ohne? Ach, das war hier, der sich da, ne? Da drüber den Stein gefahren. War hier hinten die Wasserrinne. So, da gucken wir mal. Gucken wir mal, ich mach mal. Quatsch, was sind wir da? Da sind wir. Mach mal Licht nach hinten. Durchdrehende Reifen, Alter. Mal die Lenkung. Dachte, du sollst rückwärts fahren. Was ist los? Nichts geht mehr. Außer beide Sperren. Alter, ich sehe gerade nicht, wo ich hinfahre. Gelly.
Okay, die Wegbiegung. Hab sie. Ah, Achtung, Hecke. Achtung, Hecke. Sorry. Deshalb konnte ich wahrscheinlich nicht mehr fahren, weil ich irgendwo hinten anstand. Alles gut. Alter, wie weit ist das dann noch? Der Tag bestimmt schon kacke, ja, aber so im Dunkeln. Boah. Ah, hier rechts sehe ich ein Schild. Das ist die Anflugschneise, ne? Ist es nicht. Gibt's doch gar nicht, hä? Flugplatz steht hier. Im gelben Schild stand eben Flugplatz. Ja. Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Die 724. Der älteste Stück. Bleibt hängen. Irgendwo habe ich ja Licht, aber ich weiß nicht mehr wo. Da. Ich könnte ja eigentlich vorwärts drauf fahren, ne? Ja, gucken wir mal. Lass mal ein bisschen klippen. Thank you.
jetzt gerade auf die Seite kommen. Freitagmorgen. Ich sitze wieder im Kieper. Ich meine, heute noch ein bisschen Kieper fahren. Ist nicht so viel zu fahren heute mit dem Tieflader. Ja. Ich fahre halt ein bisschen Kieper. Entspanntes Arbeiten. Ja, ich fahre heute Morgen wieder hoch nach Sembach. Lade das, was ich gestern Abend abgekippt habe. Betonrecycling und das fahre ich raus nach Hasloch. Ah, da wollte ich mal gucken. Am Schwimmbad. Das ist mein Plan für heute. Danach weiß ich nicht. Schauen wir mal. So. Wieder mein Fahrzeug, es ist schon 10 Uhr. Na Gott, den brauche ich noch gar nicht. Ja, jetzt geht er doch hoch, aber egal. Kühlkopf. So, fahr jetzt mal hin Richtung Baustelle. Ein Kollege hat abgekippt eben. Gerade ohne Fahrschutz habe ich jetzt hoch geklappt. Wollte ich eigentlich nicht, aber da ist jetzt so. So, gucken, dass hier keiner rausfährt, weil ich weiß nicht, ob ich hier über das Pflaster fahren soll. Gucken, ob ich da vorne rumkomme. Falls hier einmal ums Karree muss, dann rückwärts den Weg hier runter. Da hin und durch die Bäume, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich kann den Bagger erkennen. Ach nee, da komme ich auch nicht rum. Da komme ich auch nicht rum. Da ist die Lampe im Weg. Okay, dann geht es nicht anders. Da muss ich doch übers Pflaster fahren. Zwar nicht, aber schön die Rumeier rein hier. Wenn
Kamera auf den Spiegel. Weiß nicht mal, was er kennt. Ich weiß nicht, wie das mal geplant ist, ob hier mal die Bagger rein müssen. Keine Ahnung. So, stell mich mal hier neben an die Seite. Muss noch warten, bis ich kippen kann. Es ist 10 vor 2 mittlerweile. Ich fahre noch mal nach Landstuhl. War in Semberhoven, habe noch einen LKW Recycling geladen. Den fahre ich jetzt noch hierher. Dann mal gucken. Werde ich noch mal anrufen. Kann ich noch mal fahren, müssen wir mal gucken. Oh, ist die Baustelle bei der Lieb, hä? Nee. Thank you.
Das kommt natürlich alles. Ne? Ich muss da. Kommt natürlich alles. Ich hoffe, man kann da was erkennen. Mal gucken, ob ich das da treffe.